Hallöchen Leute, mal eine Reaktion zu YouTubern, die ich eigentlich relativ selten hier gemacht habe. Ich glaube, noch nie gemacht habe. Und zwar heute zu Simplicissimus. Nämlich hat deren Titel mich ordentlich gecatcht. Und das passt auch irgendwie zu meinem Kanal. Generell eher zu Brody, aber auf Brody reagiere ich sowas jetzt eher weniger. Und zwar die Wahrheit über die Minions. Ich bin gespannt, was die Wahrheit über die Minions ist. Klingt auf jeden Fall sehr dramatisch. Lasst einen Muck da. Let's go rein da. Die Minions. Kleinen, bunten, gelben, anarchischen Wesen. Huge TikTok-Sinn. Was hat er gerade gesagt? Ich habe anal verstanden. ich hab gehört gerade. Gelb in TikTok-Form, der eine ist einäugig. Selbst wenn ihr sie nicht kennt, kennt ihr sie. Ursprünglich als kleine Sidekicks entworfen, sind sie innerhalb von nur 13 Jahren zu einer der größten Medien-Franchises überhaupt geworden. Zu einer Gelb... Banana. Ich weiß noch genau, ich habe damals auch so 3D-Animationen gemacht und da war auch eins meiner ersten Animationen so ein Minion mit so krassen Haaren. So. Da habe ich zuerst mal auch Haare im 3D-Programm hingekriegt, zum ersten Mal richtig hingekriegt und habe es dann direkt irgendwie hochgeladen auf meinem alten Facebook-Account, aber der wurde auch mittlerweile gelöscht. Also so lange ist es schon her. Damals hat man noch Facebook benutzt. Gelddruckmaschine. The UK's lowest standard price fiber for £10 a month. Von T-Shirts zu Crocs zu Rucksäcken, Figuren im Happy Meal, Fingernägel, Tattoos, super wacke Memes, Hashtags, Spiele, Videospiele und natürlich so. Oh, dieses Kino-Meme, Kino-Trend, wo Leute mit Anzug ins Kino gegangen sind. Viele Filme. Die Minions sind überall. Und das könnte man natürlich einfach so akzeptieren. Aber wir haben uns gefragt, wie das passiert ist. Was macht die kleinen Kreaturen so besonders? Sie haben Disney geschlagen, uralte Humorprinzipien zum Leben erweckt und vielleicht sind sie ein Problem für den Animationsfilm. Okay. Warum sind die ein Problem? Das ist jetzt echt spannend. Okay, das finde ich jetzt cool. Let's go rein da. Scratch. Also ich kann euch generell den Kanal Simplicissimus empfehlen. Die machen normalerweise so Videos, wo sie über gesellschaftliche Dinge aufdecken oder geschichtliche Sachen was drüber erzählen. Also richtig nice Kanal, checkt's ab. Link sowieso vom Originalvideo in der Beschreibung. Die Minions sind gerne mal halsbrecherisch unterwegs und machen sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber, wie sie sich absichern können. Hier kommt. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Ich habe voll viele Filme noch gar nicht gesehen von den Minions. Ich habe den Minion-Film vor Jahren mal gesehen und den ersten Unverbesserlich-Film. Aber danach kamen ja noch 2, 3 andere Filme von Unverbesserlich und so bla. Mal schauen, ob wir den auf Brody mal genauer unter die Lupe nehmen. Und diesmal ein Placement von Simplicissimus. Die sind ja nicht mehr bei Funk. Die waren ja bei Funk mal, deswegen können wir auch darauf reagieren. Weil sonst können wir das nicht machen bei Funk. Aber hier das Placement skippen wir. Wie gesagt, check Clark ab bei den Link, wie gesagt, das Original-Video ist verlinkt. Weiter geht's. Brech. Wir schreiben das Jahr 2010. Lena Meyer-Landrut hat gerade den ESC gewonnen. Like us, und so weiter. Teenager hängen auf Chatroulette ab. Rein subjektiv, also machen sie heute immer noch, ne? Heute heißt es Omegle, ja. Empfunden hält jeder dritte Chatroulette-Teilnehmer seinen in die Kamera. No! Und das frisch gegründete Filmstudio Illumination Entertainment bringt seinen ersten Film in die Kinos. Despicable Me, zu Deutsch Ich einfach unverbesserlich. Mhm. Die Minions haben in dem Film nur eine Nebenrolle. In erster Linie geht es um den Superschurken Gru. Er will die Weltherrschaft an sich reißen und adoptiert 3 kleine Waisenmädchen. Mit ihnen möchte er seinen Plan in die Tat umsetzen. Doch ziemlich schnell zeigt sich, seine kleinen Gehilfen sind die eigentlichen Stars des Films. Ja. Sie sind süß. Jetzt verstehe ich das mit dem alten Humor, weil meine Oma und so schickt auch oft solche Minion-Memes rum. Deswegen alter Humor, weil meine Oma drüber lacht. Mit Denim-Latzhosen, dazu Handschuhe und Schutzbrillen. Egal ob jung oder alt, Fans auf der ganzen Welt sind von den gelben Chaoten begeistert. From the first time I saw them, I knew I was completely charmed. Das hier ist der Illumination-CEO Chris Meledandri. Sein Studio und der Vertriebspartner Universal erkennen das Potenzial der Minions damals auf Anhieb. Krass. Das Studio liefert nach. Hä, ist so weit oben bei den... Was war das gerade für eine Liste? Also ist das jetzt hier wirklich so? Minions Film ist auf Platz 4 der animierten, erfolgreichsten Animationsfilme? Weltweit? Auf dem 5. Platz der Minions-Film über Toy Story, aber immerhin unter Frozen. Die Incredibles 2 auch.
habe ich den gesehen? Weiß ich gar nicht. Und Lion King Remake hat so viel eingenommen. Ich fand das Lion King Remake richtig schlecht. Tut mir leid, aber ich mag das nicht, wenn die Löwen, die sahen viel zu echt aus. Ich hätte so ein cartooniges Ding lieber gefunden. Das Studio liefert nach Despicable Me rund alle 3 Jahre nach. Das erste ist... Jo, okay. Also wie gesagt, den habe ich gesehen. Und den habe ich gesehen vor Jahren, als der rauskam, 2015. Aber ich wusste gar nicht, dass die beiden existieren. Also den wusste ich ja auch. Da war ja dieser Trend mit dem mit Anzug ins Kino gehen und sowas, ja. Aber auch nicht gesehen. Sequel ist wieder ein... Ich hatte keinen Anzug. Doch, ich habe einen Anzug, aber nee. Unfassbarer Erfolg. Kurz darauf bekommen die gelben Tic Tacs ihr erstes eigenes Spin-Off. Minions spielt über 1 Milliarde US-Dollar ein und wird zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Mittlerweile gibt es 5 Filme. Seit dem Original sind die Ratings zumindest Minions auf IMDb durch... Ach nee, Minions 2 war der Film, wo die mit Anzug reingegangen sind. Stimmt, das war das. Aber ich sehe auch, ja stimmt, die Ratings sind runtergegangen, ne? Wird immer schlechter. Aber du hast viel Cash, ne? Weg ziemlich schlecht. Vor allem im Vergleich zu den Pixar-Filmen des gleichen Zeitraums. Dennoch sind sie allesamt Kassenschlager. Jedes Mal zieht es Millionen von Menschen ins Kino. Warum? Neben Die sind halt süß gibt es wohl 2 weitere Gründe für den unglaublichen popkulturellen Erfolg der Minions. Erstens, sie sind universell. Falls ihr die Filme nicht gesehen habt, die Minions sprechen komisch. Man versteht nie so richtig, was sie sagen. Für und so ist es quasi weltweit in jedem Land die Leute, die gleich verstehen quasi und selbst auf dieselbe Ebene reden können. Ja. Hört es sich aber trotzdem irgendwie vertraut an. Minionese ist ein Kauderwelsch-Mix aus diversen Sprachen der Welt. Die perfekte Grundlage für globalen Erfolg. Ja. Und man muss auch nicht wirklich verstehen, was die Minions sagen. Ihre Körpersprache und der Kontext liefern genug Informationen. So können selbst sehr junge Zuschauer ihre Taten und Gefühle nachvollziehen. Und so versteht auch jeder die Witze. Kein Humor durch Dialog, sondern Slapstick. Wie zu den goldenen Zeiten des Stummfilms. Ja, alter Diesen Humor. Vergleich ziehen nicht nur wir, sondern die Filme selbst. Diese Szene aus Rise of Gru spielt auf Keatons Sherlock Jr. an. Diese Szene ist an Lloyds Safety Last angelehnt. Hey, stimmt. Das hätten wir natürlich niemals selber gemerkt, sondern haben es in diesem New York Times Artikel gelesen. Diese Fall worunter Krass. Oh nein, oh weh Gags kann man jetzt billig und überdreht finden. Aber sie sind auf diese Art auch... Ja, wie es dieser eine lateinische Spruch gibt, nihil novel sub sole. Nichts Neues unter der Sonne. Alles ist schon mal da gewesen in irgendeiner Art und Weise. Und hier hat es auch wieder mal bewiesen. Ja, ich finde, die Römer damals waren schon krass, ne? Ja, pur. Nicht sarkastisch oder politisch aufgeladen. Kommen wir zum 2. Grund für den Erfolg der Franchise. Minions sind, wie anfangs erwähnt, überall. Und das ist kein Zufall. Auch hier gehen Illumination und Universal einen völlig anderen Weg als Disney. Die Prinzessinnenfabrik nimmt den Schutz ihres geistigen Eigentums sehr ernst. Ende der 80er hat der Konzern 3 Kindertagesbetreuungen in Florida verklagt, weil sie unlizenzierte Malereien von Mickey Mouse, Donald Duck und Co. an den Wänden hatten. Je. Heutzutage verklagt Disney Leute, die als Darth Vader verkleidet auf Geburtstagspartys gehen oder selbstgemacht. Oh. Ich kenne ein paar TikToker, die verkleiden sich als Elsa und sowas und gehen auf Kindergeburtstage. Kann Disney die auch verklagen? Der Baby-Yoda-Figuren auf Etsy verkaufen. Disney versucht mit allen Mitteln, die Kontrolle über ihre Charaktere zu behalten. Fans der Minions können mit ihnen dagegen machen, was sie wollen. Illumination überlässt... Ah, das stimmt nicht ganz. Ich habe auch mal... Ich erinnere mich an die Geschichte mit diesem einen 3D-Objekt, wo ich die Minions nachgemacht habe mit den Haaren. Und das hatte ich auch mal auf meinem, aber damals, weiß nicht, aus Spaß, Gag, habe ich es auch mal auf Spreadshirt hochgeladen, dieses Motiv. Und das wurde runtergenommen wegen Copyright, das Motiv. Also, ich weiß nicht, ob das Spreadshirt an sich runtergenommen hat, weil sie dachten so, oh, das könnte verklagt werden, oder ob der Illumination selbst was gemacht hat. Aber das wurde runtergenommen hier. Wahrscheinlich war das dann danach erst, nachdem die es entschieden haben, offen zu machen. Lässt ihnen die Figuren ganz bewusst. Eheringe sind kein Problem, Shotgläser auch nicht. My name is Bob and I'm a king. King Bob. In den letzten Jahren haben sich die Minions popkulturell komplett verselbstständigt. Mit ihrer gelben Haut und den übertriebenen Gesichtszügen sind sie im Grunde vermenschlichte Emojis. Perfekt für Memes. Stimmt, ja. Sehr weird. Wollte ich auch nicht fast vorhin sagen, weil die sind auch gelb und wie die Smileys halt, ne? Emojis. Der Memes. Die Minions sind zu einem zentralen Baustein solcher Spruchbilder geworden. Being such a good cook that even the fire alarm cheers you on. Mm. No, that's a one.
Heute schreit fast nichts Boomer-Facebook wie: Zur Sicherheit habe ich im Bett immer ein Messer unterm Kopfkissen. Könnte ja jemand mit Kuchen vorbeikommen. Ja, und dann dieses Gesicht mit dem Minion. Ich habe ja gesagt, Oma-Humor. So Bilder habe ich auch schon viele in meinem Handy löschen müssen, weil die automatisch gespeichert werden. Ich soll es mal ausstellen. Über WhatsApp da immer. Handy mit vollgemüllt von Videos auch. Weiß ich nicht, Digga. Wenn du Frühstück im Bett möchtest, dann schlaf in der Küche. Ja, super. Minions mutieren zu Lebensratgebern, werden politisch oder, naja, zu Impfgegnern. Illumination hat längst die Kontrolle über ihre Schöpfung verloren. Dafür verhelfen Fans, egal was für welche, der Franchise zu absoluter Dominanz. Ein Pinkness-Ding? Wann gibt es denn das Pinkne? Das habe ich vergessen wieder. Sie lösen TikTok-Trends aus. Sie sind perfekt auf eine globalisierte Welt ausgelegt. Ein wilder Mix aus Sprachen, eine universelle Ansprache über Mimik und Gestik und sehr simplen Humor. Losgelassen auf das Internet. Unser persönliches Verhältnis zu den Minions ist irgendwie zwiegespalten. Ich meine, du kannst ja dieses dann auch diese Minions kannst du jedem schenken. Wenn ich meine Oma so ein Minion-Spielzeug schenken würde, würde sich genauso, also Kuscheltier, würde sich wahrscheinlich genauso drüber freuen, wie wenn ich es einem kleinen Kind schenke, so, weil meine Oma halt ja auch kennt, so von diesen komischen Sprüchen da. Und ich finde es generell, also meine Meinung jetzt dazu, ich finde es generell, erstmal, was ich cool finde, ist, dass die Illumination das also offen macht, dass quasi jeder darüber das machen kann und die nicht 1000 Leute Abmahnung anklagen. Weil das ist wieder so ein Disney-Move und das finde ich absolut bescheuert, weiß ich nicht. Fühle ich nicht so absolut nicht. Weil du kannst international nicht Kontrolle haben über alles und jeden. Das geht einfach nicht. Und klar, das ist natürlich eine riesige Macht und kann das easy durchziehen, so, ne? Aber ich finde, trotzdem sollte man sich. Ist ja, man erwächst ja auch, ist man erfolgreich, wenn man es offen lässt. Wenn man es jeden machen lässt. Wie bei den, zum Beispiel wie bei den Let's Plays zu Gaming-Zeiten, ne? Also früher waren ja Let's Plays eher so ein bisschen kritisch, weil ja natürlich das Copyright ja auch von den Spielen, rein gesetzlich ist es ja ein Copyright. Verstoß, wenn du Let's Play zum Spiel machst. Weil das Spiel ist ja ein Werk, was die Erschöpfer gemacht haben. Du Let's Plays es dazu, lädst ein Video hoch und hast du quasi das, machst daraus Geld von Content von anderen. So. Aber dadurch, dass das diese Reaktion, dieses Let's Play quasi die Game-Industrie gefördert hat und die Leute, die Spielemacher davon profitieren, dass Leute darauf Let's Plays machen, haben gesagt, okay, lass uns, ist halt okay, können wir machen, ne? Kannst du durchziehen, hilft uns ja auch was. Genauso wie Reactions zum Beispiel, wie auf dem Kanal hier zum Beispiel, ist ja genauso ein Ding. Wenn die YouTuber nicht wollten, dass Leute auf die reagieren, würden sie es komplett verbieten und keiner würde Reactions machen. Aber dadurch, dass Leute es erlauben und auch gut finden teilweise, ich kenne viele Creator, die sagen, ja, ich liebe Reaktionen auf meine Videos. Dann ist es wieder okay, obwohl es ja eigentlich rechtlich, eigentlich sag ich mal so, verboten ist. Wenn man so locker, flockig eine Reaktion macht, nur lacht und haha sagt zum Beispiel. Ich rede ja ziemlich viel dazu, zu jeder Scheiße. Zu jeder Sache sage ich was dazu. Da kann man wieder diskutieren mit Zitatrecht und so. Aber wenn jetzt nur jemand sitzt und lacht und so bla, und das so ein Unge zum Beispiel, der sagt auch nicht immer irgendwie was für jede Aussage was. Da ist wieder so, das hilft dem Original-Videomacher auch ein bisschen, sag ich mal, in Reichweite und sowas, weil Leute darauf aufmerksam werden und dann generell die Videos gucken, so. Kann natürlich so argumentieren, natürlich werden Leute die Reaktion gucken, nicht nur mal das Original-Video gucken, nochmal extra, aber wenn du halt mal auf jemand anderen reagierst und dann gucken die seine Videos von dem an, dann ist ja Aufmerksamkeit geschaffen worden auf diesem Kanal, den vielleicht vorher die Leute nicht kannten und dann eher mal Videos gucken und so. Deswegen ja auch diese Ein-Tag-Reaktionsregel von Ju, dass man Essen nach einem Tag gucken kann, eine Reaktion drauf machen kann, dass man halt dann nach einem Originalvideo 4 Klicks zieht, aber dann natürlich wieder, dann ist es richtig wieder zu viel umständlich hier, ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich mag es generell, wenn alles offener ist und Leute nicht so anklagen die ganze Zeit. Das finde ich absolut schwachsinnig irgendwie, keine Ahnung. Fühle ich nicht so. Sie haben schon ihren Charme. Gleichzeitig werden sie hemmungslos von Illumination ausgepresst. Nächstes Jahr kommt der nächste Despicable Me-Film in die Kinos. Ja, und spätestens 2027 sicherlich der danach. Sequel Mania und das Franchising von allem sind beides Phänomene, die Hollywood seit Jahrzehnten prägen. Ja. Originale Inhalte. Wenn es funktioniert, was soll ich sagen? Inhalte sind teuer und riskant und Fortsetzungen funktionieren. So ist das halt. Aber die Minions symbolisieren wie. Der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier, ne? Neue Sachen eher schwierig, aber wenn es halt gewohnt sind und kennen, dann ist es einfacher, ne? Nichts anderes, dass beides auch im Animationsfilm angekommen ist.
Die Despicable Me-Filme werden mit deutlich weniger Budget produziert als die Werke von Pixar. Sie sind weniger hübsch und transportieren nicht die gleichen Emotionen und Motive wie Soul, Coco oder Inside Out. Ja, die Minion-Filme entstehen häufig auf der Basis lose zusammengestrickter. Deswegen werden die auch nie irgendwie hier Preise gewinnen. Also weil, wie gesagt, inhaltlich nicht so wertvoll sind. Da finde ich Disney-Filme viel, viel schöner, auch inhaltlich, was für ein Message die auch rüberbringen. Das war immer schon bei Disney eine richtig gute Sache. Ideen ohne kohärente Story. Dennoch sind sie in den meisten Fällen deutlich profitabler. Man kann sich an den Minions erfreuen und sie lustig finden. Das wollen wir gar nicht angreifen. Aber wir fänden es doch ziemlich schade, sollte sich die gesamte Branche mit Dollarzeichen in den Augen langfristig in diese Richtung bewegen. Cheers. Ich finde, das ist auch, die Minions sind quasi so wie der Reality-TV der Filmindustrie. Netflix hat auch immer mehr so Reality-TV-Kacke raus und die originalen Inhalte, die Serien mit Hintergründen und Story, die gehen ein bisschen unter. Also werden natürlich weniger geguckt und sind natürlich weniger profitabel, weil die auch weniger sind. Ne? So ein Reality-TV machst du easy, steckst du 10 Vollidioten in den Raum und lässt die Macht, schnellst zusammen, fertig. Also da ist so eine Serie aufwendiger natürlich. Also ich finde, sehr wichtiges Thema, was hier Simplicismus angesprochen hat. Und lohnt es sich zu diskutieren. Und die Zukunft hält einiges bereit. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das werden wir dann sehen. Aber wie in meisten Fällen so ist, ne, Geld spricht natürlich eine größere Rolle für die meisten als Moral. Und so, mit diesen Worten, Leute, lasst eine Woche da. Haut raus. Ciao. Ich bin Profi, Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfett.